als die Prohibition, die wir seit 4 Jahrzehnten in Deutschland erdulden müssen. Wir tun das, weil wir wissen, dass an Hanf in der Geschichte der Menschheit noch nie jemand gestorben ist. Nicht einmal die schlimmsten und dümmsten Prohibitionisten haben das bisher hingekriegt. Und dennoch ist Hanf nicht ungefährlich. Aber die gefährlichsten Sachen an Cannabis sind die Effekte der Prohibition. Streckmittel, Schwarzmarkt, mangelnde Qualität, all das liegt nicht im Cannabis, sondern das liegt im Wesen des Hanfverbotes. Und deshalb muss damit Schluss sein. Es muss in erster Linie damit Schluss sein, dass Deutschland es sich leistet, jeden Tag pro Bundesbürger 20 Cent dafür auszugeben, um mich am Kiffen zu hindern. Denn ich verspreche euch, ich mache das trotzdem. Egal, wenn ihr 40 Cent oder 1 Euro ausgebt, mich werdet ihr nicht davon abbringen, weil ich weiß,